Oh mein Gott, nein. Nach Jungs. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Nein. Ja, es ist sehr gutes Wetter und wir essen gleich erstmal auf der Terrasse. Und das Gute ist, heute kann ich entscheiden, was in diesem Vlog passiert, weil heute nur ich filme und auch später das mit meinem Papa zusammenschneide. Mir ist ein Prank eingefallen. Mein Papa hat noch nie Oreos gegessen. Deswegen sage ich ihm, er soll ein Oreo essen. Dort haben wir Zahnpasta reingemacht mit meiner Mama. Meine Mama hat das extra auf seinen Teller gelegt. Und ja, mal sehen, wie es ihm schmeckt. Besser als Prank Bros, Alter. Immer besser. Ist das so herbe eklig? Zahnpasta ist doch nicht so eklig. Natürlich komischer. Am Anfang natürlich komisch, aber. So, jetzt sitze ich auch draußen und ich warte erstmal auf Papa und dann kommt auch meine Mutter mit dem Essen. Hunger habe ich auf jeden Fall schon. Also meine Oreos, die auf meinem Teller sind, sind normale. Also, naja. Mal sehen, wie Papa reagieren wird. Komm mal wieder auf. So, Stefan, du wirst nämlich heute dein. Das ist halt auch das Ding. Er nennt seine Eltern einfach bei dem Vornamen die ganze Zeit. Er nennt einfach seine Eltern mit dem Vornamen. Das ist so komisch. Auch wenn du es nicht gerne magst, vertrau mir mal. Woher weißt du, dass ich es denn nicht mag, wenn ich es noch nie gegessen habe, was mein erster Oreo sein soll? Weil du das gesagt hast, dass du nicht magst. Ja, ich habe ja schon mal das Eis gegessen davon. Und das hat dir geschmeckt. Das stimmt sogar. Das ist viel Kehle. Okay, dann werde ich heute an meinem letzten Urlaubstag, den ich habe, morgen muss ich wieder arbeiten. Fliegen. Erstmal eine Wespe vertreiben. Mit Eintunken oder wie? Mach mal ohne. Einmal mit und einmal ohne probieren. Prank gone wrong. Digga, was? Hä? Er wusste nicht, dass Papa auf Zahnpasta steht. Er denkt sich easy. Oh. Mama? Schmeckt? Wie schmeckt das denn? Gut. Halt mal den Geschmack. Hä? Verstehe ich nicht. Willst du dich verarschen? Schokolade. Und? Wonach noch? Papa lässt sich nicht von Zahnpasta ficken. Milchcreme oder? Bist du sicher? Keine Ahnung. So. Was ist denn los? Man riecht's aber. Hauch mich mal an, Papa. Hey, du hast es richtig gemacht, aber es schmeckt ihm. Wir haben da Zahnpasta reingemacht. In die Kekse? Nur in einen. In den obersten. Du hast ihn. Warte mal. Mal sehen, Digga, Oreo auf dem Teller serviert. Was ist das hier für ein Eimer-Scheiß? Nein. Aber ich habe die Zahnpasta bei dir gerochen. Ich hab davon nichts gemerkt. Prank-Fail. Ja, aber ich würde mal sagen, keine Geschmacksknospen mehr. Jetzt geht's los mit dem Vorspann. Digga, was? Ich will die Stelle sehen. Ja, Digga, das ist so hart. Sieht echt ein bisschen aus wie Prinz Markus, finde ich auch. Die Frisur halt heftig. John glaubt, geführt werden. Nö. Tschüss. So, nachdem das Fahrrad nun sauber ist, ist noch eine kleine Rechnung offen. Zu Beginn des Vlogs sollte ich ja in die Irre geführt werden und einen Oreo essen, wo Zahncreme drin war. Ich habe ihn auch gegessen, aber habe es gar nicht gemerkt. Aber das schreit nach Rache. Das ist ein Two-Head-Moment. John glaubt zumindest, dass wir gleich ein Spiel machen, bei dem ich dann nass werden soll. Hat Simone ihm so erzählt. In Wahrheit ist es aber so, dass John gleich nass wird. Wollen wir mal sehen, ob es klappt. Ja. Überleg mal, deine Eltern schütten dir einfach gleich Wasser über den Kopf, Mann. Wir haben noch eine Challenge. Und die ist, also man sieht ja hier drei. Der Mann schreibt direkt, der hat locker da reingespuckt ins Wasser. Er muss, also sieht
aus wie Wasser, aber... Papa ist triggert. Jetzt wird der Spieß mal umgedreht. Geschmäcker drin. Aha. Und jede schmeckt also anders. Und Papa muss erraten, welcher Geschmack in welchem ist. Okay. Alle drei musst du dann... Also nicht austrinken jetzt. Alle drei? Probieren. Okay. Probieren einen Schluck. Ich hab mir überlegen. Warte mal. Überlegt mal, ihr seid das Kind und das ist euer Vater. Überlegt euch das mal. Was ist das? Was? Überlegt. Warte mal. Diese Kreise sind geil. Guck mal, wie er guckt. Wie er guckt. Er ist so angestrengt und er... Die Mutter ist auch WTF. Was passiert hier? Der Vater voll angestrengt. Denkt sich, du kleiner Hundesohn. Jetzt gibt's was zurück für den Zahnpasta-Streich. So, oh mein Gott. Wie kann man so ernst machen, Mann? Die Mutter, genau! Die Mutter macht mit! Die Mutter, Junge, was? Es ist so hart, also Mann. Alle drei? Die Mutter macht einfach mit. Die werden einfach, die mobben beide zusammen ihr Kind. Guck mal, die Mutter erstreckt sich erst und nimmt das letzte Glas, macht einfach den 31er und macht mit. Ja! Ja! Gibt's noch einen Eimer? Locker. Die Mutter, ich hab da ein leise. Ich glaube, die Mutter hat leise beim Rüberschütten, du kleiner Hurensohn, geflüstert, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Kleiner Mann, das wollte ich schon immer machen. Junge, was für Menschen. Das will ich jetzt nicht zeigen. Junge, was ein Kerl, Alter. Traumatisiert für sein Leben. Ja, krank, Mann. Das ist so hart, die Videos. Und die machen das seit 3 Jahren und haben jetzt... Ey, die haben durch uns 100 Abos dazu bekommen. Die hatten vorher noch 100 weniger. Also wirklich, falls ihr das irgendwo mal sehen sollten. Ich find's ja wirklich cool, was die machen, aber... Schockprank für John. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir haben... Oh, da wollte ja noch jemand das Video beginnen. Ganz schöner Haufen, sind 7 Stück... Also, beginnen wollte das Video Bilal, dich kenne ich auch persönlich, dann It's Bean und Magic Kaka. Magic Kaka, wie kommt man darauf? Okay, lustiger Name. Nima Flash wollte das Video auch noch beginnen und Feuerwerksfreak. Pyrokid wollte das auch. Oh mein Gott, was ist das für eine Community? Und Zolltrax HD. Ich wünschte, hier würden die Leute so heißen. Hier heißen die Schmorotzer Arschgeburt. Also, nach diesem Video, wir machen ja auch eine Pause. Aber mich hat wirklich lange nichts mehr so heftig unterhalten. Das muss ich ja wirklich sagen. Ohne Scheiße, ja. Dem, dass jemand das Video anfängt, weil der Einzige, der das Video hier... Ja, ETF. Nee, die haben die Adresse durchgestrichen hier mit dem Kugelschreiber. Wollte schon sagen. Ihr jetzt anfängt, bin ich und vielleicht auch mal Stefan. Aber es ist eigentlich mein Job. Und wir haben ein Paket gekriegt. Also besser gesagt ich. Hier ist das Paket. Bin gespannt, was drin ist. Eine heiße Vorhaut. Ja, ja. Hier ist Luft drin. Nice. Dann, was ist das? Warte. Uff. Haben wir hier was? Ganz schön eingepackt. So, öffnen wir das mal. Wie öffnen wir die Schleife? Oh, wie schön ist das verpackt? Wo ist die Schlaufe? Kann er bitte seinen Vater Papa nennen? Dieses Vornamending beim Vater anders, Weird Champ. Ja. So. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Das war Amazon, und Bro. So, dann geht's jetzt hier, glaube ich. Ja, jetzt geht's auf. Da hat sich jemand Mühe gegeben, sagt er. So. Oh, das ist ja süß. No way. Das gleiche Teil in meinem Auto. Das ist
Das ist so eine. Warte, ich guck mal. Also, Yoshi nennt man den. Ich guck mir jetzt eben mal an, was hinten drauf steht. Oder nee, ich glaube, das sind nicht diese Figuren, die man draufstellen kann, oder? Kann ich gleich mal ausprobieren, ob das nun so eine ist, aber ich glaube eher nicht. Aber so ein Stoff-Yoshi ist ganz cool. Oh mein Gott, ich packe ihn mal aus, weil der ist voll süß. Egal, ich will den Prank sehen. Junge, wie, das ist aber wirklich vom Videoschnitt her killermäßig. Die gehen türkisch essen, er fügt türkische Musik ein. Heftig, Mann. Vorstellung ist aber einfach weird, dass sein Vater einfach die Kamera rausholt und mal eben filmt, wie er da essen geht. Stellt euch bitte vor, wie er gerade an der Cola nuckelt und der Vater die Kamera so vor sein Gesicht hält. So nah. Naja, ich weiß es schon länger, dass ich nicht aus der Dose so gut trinken kann. Habe Stefan noch gerade erzählt und der hat sich schon gewundert. Und auf jeden Fall dachte ich nämlich immer, weil wenn ich jetzt aus der Dose trinke, mache ich jetzt mal, sind da ja diese Reste. Ich dachte immer, dass das ein Fehler wäre und deswegen habe ich gedacht, ich kann nicht aus der Dose trinken. Stefan sagt, das ist ganz normal. Er hat wirklich eben zum ersten Mal aus der Dose getrunken. Was hast du für eine Erziehung, die du genossen hast, mein Kleiner? Ich bin auch safe der Meinung, dass es sein Stiefvater ist. Und ich auch, ja, glaube ich inzwischen auch. Niemals im Leben wird den sonst immer Stefan nennen, aber der nennt seine Mutter ja auch bei ihm den richtigen Namen. Sag mal, was kannst du eigentlich? Aus der Dose kannst du nicht trinken. Klettergerüst kannst du nicht besteigen. Junge, dein eigenes Kind so niederzureden, auch wenn es so witzig gemeint ist im Video, das ist einfach so herbe unlustig und einfach nicht cool als Vater. Einfach nicht cool. Fühlt er sich besser dann? Vater des Jahres, der Jugendamt ist auch schon informiert. Ja, zu Hause. Ey, gehen wir schnell fürs Video da auf den Spielplatz. Angekommen, haben wir ein Problem. Diese Box hier, die haben wir schon so lange, wie wir hier in dieser Wohnung wohnen. Und zwar seit 2011. Hat sie immer gut durchgehalten, aber jetzt ist immer so ein blinkendes rotes Licht hier, man kann sie nicht mehr aufladen. Ich wollte sie erst schon wegwerfen, aber das Ding kostet heute immer noch 160 Euro ungefähr und es hat damals noch mehr gekostet. Also habe ich mir jetzt einen neuen Akku bestellt. Das kann daran liegen, ich hoffe mal. Oh, was war das denn da gerade? Ich hoffe mal. Hast du noch was anderes bestellt, Stefan? Was ist das? Halbplug? Schraubenzieher. Oh, der Akku ist hier. Ja, vor. Mein Vater packt so einen Halbplug aus vorher. Gutes Stück. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, mal gucken. Und gleich kommt ein Prank. Natürlich aufpassen, dass man keinen elektrischen Schlag bekommt, weil ja das ein Akku ist. Und der kann noch Restspannung enthalten, natürlich. Muss man natürlich. Alles gut, Stefan? Was sehe ich hier? Alles gut? Er kriegt voll Panik. Lass es! It's a prank! Hat er euch erwischt oder was? Hat er euch erwischt? Oh mein Gott, Digga, was? No. Restspannung enthalten natürlich. Muss man natürlich. Das nicht. Alles gut, Stefan? Alles gut? Lass es. It's a prank! Ich hab dieser andere Eimer Humor. She baited, brother. Also, das ist richtig anzunehmen.
Jetzt hat der Papa gesagt. Aber gut, dass du dich doch beschwerst. Guck mal, er ist so süß und der Vater ist voll die Drecksau, Mann. Wenn du um mich sorgst, ich dachte schon, ich bin dir egal geworden. Was macht man nicht, dass ich Er ist eigentlich wirklich süß. Er ist eigentlich wirklich, also, so, weißt du, also, no pedo, aber so. Ich rede mich eh, ich kann es eh nicht besser reden, scheiß drauf. Machst du das bitte nicht wieder, okay? In 3 Monaten deckt Mimi alle Pranks auf. Ja, ja. Hey, yo. Der Akku ist angelötet. Gerät ist angeschlossen. Ergebnis leider negativ. Ups. Lampe blinkt noch. Ups. Kriegt man auch nicht weggedrückt hier. Daran lag es aber leider nicht. Alles vergeblich. Aber der Prank an John hat sich gelohnt. Ja, safe. Wir gehen jetzt zum Friseur, weil, was mir auch öfters auffällt... Ich hätte einfach nicht ins Video gepackt, wenn es einfach nicht funktioniert hätte. Aber ihn juckt einfach kein Stück, Digga. Nächstes Video. Unser Haus ist abgebrannt. Dieser Pony, den ich habe, der ein bisschen länger ist, öfters ins Gesicht fällt und dann verdeckt das natürlich meine Augen. Und dann kann ich natürlich auch nicht so gut sehen und den schneiden wir heute beim Friseur ab und ja, dann habe ich eine neue Frisur. Okay. Alter. Bisschen komisch aus der Art. Alter. Alter, diese andere Aussicht. Junge, der Vater hat auch genau drauf gehalten. Bestimmt kein Zufall, dass der genau in der Mitte vom Bild ist. Was soll das denn? Guck mal, hat er extra rausgeschnitten, hat er extra rangezoomt. Sau, Alter. Bisschen komisch, oder? Junge, bei mir sehen die Friseurinnen nie so aus. Wo leben die? Ja, oh. Die Frisur ist jetzt fertig. Mashallah. Ich bin damit auch jetzt viel zufriedener, weil ich finde, das sieht auch gut aus und Pony steht jetzt nicht mehr, ein bisschen kalt auf dem Kopf jetzt, aber sonst ist alles gut. Wir hatten ja vorhin dieses Paket ausgepackt, wo dieser Amiibo drin ist, so heißen diese Figuren. Kann man für die Switch verwenden, dass man die spielen kann oder dass sie dir halt Vorteile bringen. Ich versuche das jetzt mal in Zelda zu machen. Ja, dafür wählen wir erstmal die Spezialfähigkeiten hier aus, oder wie die auch heißen. Habe ich jetzt ausgewählt. So. Jetzt müssen wir diesen Amiibo hier raufstellen. So. Das wird gemacht. Und jetzt haben wir hier in Zelda halt Vorteile gekriegt. Wir haben ein paar Items gekriegt und ja, haben halt ein bisschen mehr nach. Alles klar. Der hat sein Bier schon leer gezogen. Er hat einen Vitamals getrunken. Schon krass, was der alles hat, ne? In seinem Zimmer hat der einen richtig fetten Flatscreen, eine Switch, der hat ein iPhone schon mit 8 gehabt. Let's go, let's go.